Ja, liebe Gabriela, liebe meine sehr geehrten Damen und Herren, herzlichen Dank für die Einladung nach Nürnberg. Ich war noch nie in Nürnberg, deswegen ist es umso schöner, dass es eine Gelegenheit gegeben hat, jetzt heute, auch wenn es nur wenige Stunden sind, in diese wundervolle Stadt zu kommen. Verbinde das aber auch gerne mit der Einladung, kommen Sie mal nach Hannover, ist auch wunderschön. Also, Sie merken, wir sind ja überall vertreten in der Bundesrepublik und deswegen ist es immer schön, wenn man die Gelegenheit bekommt, Kolleginnen und Kollegen besuchen zu dürfen und diskutieren zu können, weil man dann tatsächlich auch ein bisschen was mitbekommt von der Stimmung, aber natürlich auch von der wundervollen Atmosphäre anderer Städte und Gebiete. Ja, das Bundesteilhabegesetz hat ja sehr lange auf sich warten lassen, denn die Reform der Eingliederungshilfe ist eigentlich schon seit 15 Jahren überfällig. Denn schon genau so lange haben eigentlich die Träger der Eingliederungshilfe, die Träger der Behindertenhilfe und auch die Landtage, eigentlich auch schon die Fraktionen des Bundestages immer wieder angemahnt, dass wir doch eigentlich weg müssten von dem sehr starken Defizitansatz, dass wir uns doch aufmachen müssten, ressourcenorientierter auch über die Menschen mit Behinderungen zu reden, auch die Frage zu beantworten, wie schaffen wir denn Inklusion in Gesellschaft, auch die Frage zu beantworten, wie kommen wir zu einem inklusiven Arbeitsmarkt, wie bekommen wir Wohnmöglichkeiten, die dem Wunsch der Menschen folgen und nicht dem Geldbeutel folgen. Wie schaffen wir es, dass auch für Menschen mit Behinderungen die Frage, wie viel Geld des eigenen Portemonnaies darf man denn behalten? Denn wir haben ja nach wie vor die schwierige Situation, dass wir, weil die Eingliederungshilfe ja heute aktuell noch Teil der Sozialhilfe, also des Sozialgesetzbuches 12 ist, ja immer noch bedeutet, dass man nur über ein Vermögen von 2.600 Euro verfügen darf und alles andere einsetzen muss für seine Unterstützungsleistungen. Und das war auch ein Ziel der Reform, hier ein deutliches Stück näher zu kommen. Die allermeisten von Ihnen sind ja Fachleute. Das heißt, ich würde Sie massiv langweilen, würde ich Ihnen jetzt im Detail vortragen, was im Gesetz steht. Deshalb will ich das nur schlagwortartig tun. Ich will ein bisschen mehr Zeit aber darauf verwenden, Ihnen zu sagen, was haben wir denn, weil aktuell ist ja das Gesetz noch nicht verabschiedet. Es ist zwar eingebracht in den Bundestag, aber befindet sich jetzt in den parlamentarischen Beratungen. Und da wir uns ein selbstbewusstes Parlament nennen, haben wir auch noch Diverses, was wir in diesem Gesetz, was den meisten von Ihnen ja bekannt ist, wir gerne auch noch verändern möchten. Und darauf möchte ich natürlich auch meine Zeit verwenden, denn das ist ja für Sie viel interessanter, weil Sie das, was im Entwurf steht, ja ganz häufig schon kennen. Aber ein bisschen was will ich dazu denn doch noch sagen. Dadurch, dass wir den Teil der Eingliederungshilfe aus dem heutigen SGB 12, also aus der Sozialhilfe für den Bereich der Fachleistungen heraustrennen und in das SGB 9 hineinpacken als eigenen Leistungsanspruch, sind wir auch freier in der Denke, was genau diesen Sozialhilfeansatz angeht, insbesondere wenn es um die Frage von Einkommen und Vermögen, aber auch anderer Bereiche geht. Deshalb war das eines der ganz großen Aufgaben, die wir zu bewerkstelligen hatten, die Herausnahme der Nachteilsausgleiche der Fachleistung aus dem Sozialhilfebereich des SGB 12. Aber da liegt dann auch bekanntlich der Teufel im Detail. Denn wir nehmen nur die Fachleistung heraus. Die Frage der existenzsichernden Leistungen bleibt, wie auch für Menschen ohne Beeinträchtigung, bei Bedarf dann eben auch im SGB 12, in der Grundsicherung oder in anderen Sozialleistungen, je nach individueller Bedarfslage. Aber weil wir mit den Nachteilsausgleichen, mit der Eingliederungshilfe jetzt rausgehen, haben wir auch bei der Frage der Einkommen- und Vermögensanrechnung einen ersten weiteren Schritt gemacht. Ich will gleich sagen, Ziel auch meiner Partei ist es, dass wir uns schrittweise hin zu einer kompletten Freistellung von Einkommen und Vermögen hinbewegen. Aber das kriegen wir jetzt im allerersten Schritt noch nicht hin. Aber wir kriegen es hin, dass wir für diejenigen, die nicht auf Grundsicherung angewiesen sind oder auf Erwerbsminderungsrente, dass wir für diejenigen, die Eingliederungshilfe bekommen, von der heutigen Vermögensgrenze von 2.600 Euro in einem ersten Schritt ab 2017 25.000 und in einem zweiten ab 2020 für diese Zielgruppe 50.000 Euro Freistellung
hineingeschrieben haben, bekommen. Das war gar nicht so einfach, denn Sie können sich vorstellen, dass wenn das nicht mehr die behinderten Menschen selber tragen, muss es ja jemand anderes tragen, also die Träger der Eingliederungshilfe. Deshalb ist das gar nicht so eine ganz einfache, akzeptierte Angelegenheit gewesen, aber das haben wir hinbekommen. Für diejenigen, die neben der Eingliederungshilfe auch Leistungen der Hilfe zur Pflege bekommen, wird der erste Schritt mit den 25.000 Euro auch nachvollzogen und auch die Partnereinkommen werden dann künftig für diese Zielgruppe nicht mehr zur Grundlage gelegt, was ja heute immer auch ein Stück weit als Heiratsverbot definiert wurde und dem wollen wir stärker gerecht werden. Dann wollen wir, gerade wenn es bei der Zusammenarbeit der Rehabilitationsträger ist, wollen wir, dass es stärker wie aus einer Hand, als es heute der Fall ist, laufen kann. Denn Sie haben vielleicht, wenn Sie aus der Praxis kommen, mitbekommen, häufig ist es die Bundesagentur für Arbeit oder das Jobcenter, die ausschließlich auf ihrem Bereich des Arbeitsmarktzuganges gucken. Und weniger gucken, gibt es denn weitere Bedarfe, wenn ich den Menschen ganzheitlicher betrachte, wo es vielleicht noch andere Unterstützungsnotwendigkeiten geben müsste, auf die man heute nicht so genau guckt, weil man ja nicht explizit zuständig ist. Das geht künftig nicht mehr. Künftig muss jeder Rehabilitationsträger, ob das die Bundesagentur für Arbeit ist oder die Rente oder der Träger der Eingliederungshilfe oder die Unfallversicherung oder aber die gesetzliche Krankenversicherung, muss dokumentieren, dass sie sich auch darüber informiert hat und sichergestellt hat, dass andere Rehabilitationsträger nicht auch unter Umständen Leistungen auszahlen müssten. Sodass also wir hier einen deutlichen Schritt weiterkommen können. Und weil wir die Leistungen künftig in einer Konferenz auch mit Einbezug der Person selber stärker ausrichten wollen, damit die Wünsche auch gehört werden können, war uns auch klar, dass es nicht reicht, einfach nur zu sagen, du darfst dich mit an den Tisch setzen, sondern wir müssen auch dafür Sorge tragen, dass die Information und bei Bedarf auch die Unterstützung, um die richtigen Leistungen auch bekommen zu können, dass es hier einer deutlichen, weiteren, noch gestärkten Unterstützung bedarf. Deshalb wird es künftig ab 2018 die leistungsträgerunabhängige Beratung in Deutschland neu als ein neues Angebot geben, flächendeckend mit einem eigenen Bundesprogramm, was eben auch komplett der Bund bezahlen wird. Ich glaube, dass wir damit vielen Anliegen nach Unterstützung auch gut Sorge tragen können. Denn wir wissen ja heute schon, dass die Frage, wie kann ich mich in dem Dschungel der unterschiedlichen Gesetze und Kompetenzen und der Antragstellung und was dahinter steckt, das ist ja wirklich eine sehr, sehr schwierige Aufgabe. Und deshalb ist Unterstützung hier notwendig und wichtig. Und wir gucken uns auch an, weil auch ein Auftrag aus dem Koalitionsvertrag ja war, wir sollen diese sogenannte Ausgabendynamik uns angucken. Warum haben wir denn eine Ausgabendynamik? Ja, es ist so, dass die Eingliederungshilfe in den Haushalten der Sozialressorts den allergrößten Anstieg erfährt. Das hat aber wenig damit zu tun, dass die einzelne Person immer mehr Geld oder immer mehr Leistungen bekommt, sondern es hat zwei Gründe, die dafür verantwortlich sind. Der eine Grund ist ein sehr schöner Grund, auch Menschen mit Behinderungen werden älter und beziehen deshalb auch länger Leistungen. Das ist auch gut so. Und der andere Grund ist, dass wir immer mehr Menschen haben, auch mit psychisch-seelischen Erkrankungen, die nach einer interessanten Odyssee durch Reha und andere Angebote irgendwann dann austherapiert und dann irgendwann in der Eingliederungshilfe landen. Und diese Zielgruppe gucken wir uns ganz besonders an. Das nehmen wir besonders ernst, wenn es um die Frage geht, Ausgabendynamik. Weil wir glauben, dass genau die Systeme, die vorher wirken müssten, also die Krankenversicherung, die BA, Bundesagentur für Arbeit, aber auch die Rentenversicherung, sich heute sehr häufig, sehr schnell eher entledigen der Fälle und wir glauben, dass es noch viele Lücken im System gibt, wie die Systeme ineinander wirken und wie sie vor allen Dingen gelingender als heute wirken. Und deshalb wollen wir genau diese vorgelagerten Systeme in den nächsten Jahren uns genauer angucken, damit wir hier noch zu besseren und zu erfolgreicheren auch Systemen
kommen werden. Der inklusive Arbeitsmarkt ist einer der relativ großen Themen, wo wir auch einen ersten Schritt machen wollen, nämlich wenn es da um die Frage geht, wie schaffen wir es, dass wir bei der Frage der flexiblen Übergänge weiterkommen und insbesondere auch das Rückkehrrecht. Heute ist es so, wenn jemand in einer Werkstatt für behinderte Menschen eingestellt ist und möchte den Versuch wagen, auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt Fuß zu fassen und es funktioniert aus welchen Gründen auch immer nicht, dann gibt es kein verbrieftes Rechtsanspruch behaftetes Rückkehrrecht in die Werkstätten. In einigen Bundesländern gibt es dazu Regelungen, da kann man das machen, aber eben nicht flächendeckend und bundeseinheitlich. Deshalb wird es eben das Rückkehrrecht auch gesichert geben. Und mit dem Modell des Budgets für Arbeit, das kennen Sie hier noch nicht. Es gibt 4 Bundesländer, die haben dazu schon Modelle entwickelt. Das ist ein individueller Lohnkostenzuschuss, den man mitnehmen kann auf den allgemeinen Arbeitsmarkt, der nicht zeitlich befristet ist, wie wir das heute bei den Programmen kennen, wo man sowohl einen Lohnkostenzuschuss als auch die benötigte soziale Unterstützung und Assistenz eben auch mit finanzieren und bezahlen kann. Und wir wollen die Inklusionsbetriebe stärken. Inklusionsbetriebe, das wissen die meisten, sind Betriebe, die auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt wirken und je nach Rechtsform zwischen 25% und 50% von Menschen mit Schwerbehinderung in ihren eigenen Arbeitsreihen haben. Da haben wir 850 Betriebe in Deutschland. Und wir wissen aber, dass es einen viel größeren Bedarf gibt, hier noch stärker auszubauen. Deshalb hat der Bundesgesetzgeber schon in diesem Haushalt schon eine Erhöhung um 150 Millionen vorgenommen, damit auch wirklich jeder, der einen Inklusionsbetrieb aufmachen will oder sich erweitern will, weil er schon einen hat, hier auch die nötigen Unterstützungen hat. Denn es scheiterte ganz häufig eben an den Geldern der Inklusionsämter, das auch vernünftig unterstützen zu können. Nun haben wir aber auch einige Problembereiche in dem Gesetz. Und die möchte ich gerne ansprechen, weil wir die uns im parlamentarischen Verfahren natürlich noch mal genauer angucken. Wir sind im Moment in der Situation, wir haben nächsten Montag die Anhörung im Deutschen Bundestag und wir wollen Ende November abschließen. Das heißt, wir sind ganz aktuell mit dem Koalitionspartner dabei, unsere Änderungen auch miteinander zu verhandeln. Bei einigen Punkten sind wir uns bereits einig geworden, bei anderen Punkten haben wir noch Redebedarf. Und wieder andere müssen wir noch ausstreiten. Ich sage Ihnen auch, welche das sind. Am Schluss der Debatte werden wir einen Änderungsantrag bekommen, der wird über 100 Änderungen haben. Da werden einige Klarstellungen drin sein und so weiter, aber es werden auch große Veränderungen dabei sein. Und dazu möchte ich Ihnen gerne was sagen. Ein großes Thema, das wird hier wahrscheinlich auch eines der ersten sein, die Sie gleich ansprechen werden, ist das Thema, wie komme ich eigentlich künftig an meine Leistungen zur Eingliederungshilfe? Also der sogenannte Zugang. Was muss ich bringen, um einen Antrag stellen zu können auf Eingliederungshilfe in der Zukunft? Diese Lebensbereiche, von denen wir künftig neu ausgehen und wo im heutigen Entwurf drin steht, von den 9 Lebensbereichen braucht man in 5 Lebensbereichen eine Beeinträchtigung als Zugangsvoraussetzung. Nun haben wir lange und intensiv und Sie auch hoch und runter darüber gestritten, ist das wirklich die relevante Größe, um sicherzustellen, dass künftig jede Personengruppe, die heute Leistungen der Eingliederungshilfe bezieht, auch künftig Zugang zur Eingliederungshilfe erhalten kann. Und weil wir das nicht mit 100%iger Sicherheit sagen können, werden wir diesen Zugang auch so nicht beschließen, sondern wir werden eine Untersuchung machen. Wir wissen noch nicht, wie lange sie geht. Ja, es kann also sein, dass sie deutlich über 2020 hinausgeht. Aber erst nachdem wir gesicherte Erkenntnisse darüber haben, wie die Lebensbereiche ausgestaltet werden müssen, werden wir die Frage des Zuganges im Gesetz regeln. Sodass also jetzt im Moment an der Stelle wir Entwarnung geben können. Ich kann Ihnen heute noch nicht genau sagen, das wird dann so und so heißen, weil wir gerade 3 unterschiedliche Optionen noch prüfen, die wir auch schlussendlich mit den Ländern noch besprechen müssen, weil die müssen ja am Schluss der Debatte auch noch mitmachen bei diesem Gesetz. Aber der Zugang wird auf keinen Fall einfach so bleiben, wie er jetzt im Entwurf steht. Und dann haben wir eine größere Problemlage, das ist die Schnittstelle zum Bereich der Pflege. Da haben wir 3 Baustellen, um die wir uns kümmern müssen. Die eine Baustelle ist die Frage der sogenannte 43a im SGB 11. Was ist das? Wenn eine Person in einer vollstationären Einrichtung der Behindertenhilfe lebt
und hat auch Leistungsanspruch an die Pflegeversicherung, dann bekommt sie nicht wie ein Mensch ohne eine Beeinträchtigung oder wie dieselbe Person, die aber nicht in einer stationären Einrichtung lebt, sondern zu Hause mit einem Partner, alleine in der WG oder bei den Eltern. Nur in einer stationären Einrichtung bekommt man die Leistungen der Pflegeversicherung nicht. Sondern man bekommt nur, man selber noch nicht mal, sondern der Träger bekommt die eine oder der Träger der Eingliederungshilfe bekommt eine Pauschale von 266 Euro. Und den Rest, den zahlt dann der Träger der Eingliederungshilfe. Diese Situation möchten wir spätestens zum 01.01.20 beenden. Das ist eine der schwierigen Herausforderungen, mit der wir noch mit dem Koalitionspartner heftig streiten, weil der Gesundheitsminister, der ja für die Pflegeversicherung zuständig ist, sieht das noch ein bisschen anders, weil das kostet ihn nämlich auf Schlag 2,7 Milliarden. Und 2,7 Milliarden sind etwas, wo ein Bundesgesundheitsminister nicht sagt, Bingo, machen wir, sondern wo wir miteinander über Formen der Finanzierung reden müssen, ist ja auch völlig klar. Also das ist noch ein Streitthema, aber die SPD will das. Aber was wir auf jeden Fall nicht machen werden, was aber heute im Entwurf steht, dass diese Pauschale sogar noch ausgeweitet werden soll auf Bereiche von Wohngruppen, ganz bestimmte Bereiche. Diese Ausdehnung des 43a wird es nicht geben. Das ist bereits mit dem Koalitionspartner abgesprochen. Und dann haben wir eine weitere Schnittstelle, nämlich für die Personen, die neben der Eingliederungshilfe auch Leistungen der Pflegeversicherung bekommen. Heute, nach heutigem Recht, stehen diese beiden Leistungen zueinander in einem Gleichrang. Also sie sind gleichwertig. Im heutigen Entwurf des Gesetzes gibt es einen Vorrang der Pflegeversicherung und einen Nachrang der Eingliederungshilfe. Zu dieser Thematik besteht große Sorge, dass ganz viele ihre Leistungen, berechtigten Leistungen der Eingliederungshilfe, nicht bekommen, sondern die Pflege immer ein bisschen vorgeschoben wird und man dann Schwierigkeiten bekommt, die tatsächlichen Bedarfe der Eingliederungshilfe parallel auch zu bekommen. Deshalb wollen wir den heutigen Gleichrang behalten. Da sind wir uns mit den Sozialpolitikern der CDU/CSU schon einig. Aber noch nicht mit dem Gesundheitsminister. Also diese Baustelle haben wir noch. Aber der Gesundheitsminister hat uns in der letzten Woche versichert, an einer konstruktiven Lösung mitarbeiten zu wollen. Das werten wir mal als einen richtigen Schritt. Und dann haben wir noch die Baustelle Eingliederungshilfe und Hilfe zur Pflege. Bisher war es so, dadurch, dass das beides Leistungen sind, die im SGB XII in der Sozialhilfe sind, war es sozusagen einfacher, das miteinander auszuhandeln. Da aber künftig die Hilfe zur Pflege bei der Sozialhilfe SGB XII ist und die Eingliederungshilfe in einem anderen Gesetz, entsteht eine Schnittstelle. Und diese Schnittstelle müssen wir lösen. Und zwar so lösen, dass jede Person ihre berechtigten Leistungen der Eingliederungshilfe auch gesichert bekommt. Deshalb wollen wir einen klaren Vorrang der Eingliederungshilfe für all diejenigen, die vor Eintritt in das Renteneintrittsalter, also den sogenannten Lebenslagenansatz, eine Eingliederungshilfeleistung beziehen, bleiben im Vorrang und die Hilfe zur Pflege wird über die Eingliederungshilfe mitgewährt, wie aus einer Hand. Da merkt die betroffene Person das nicht. Und nach dem Renteneintrittsalter bleiben beide Leistungen gleichrangig. Das ist unser Ziel. Wo stehen wir jetzt? Wir sind geeinigt, dass wir vor Eintritt ins Rentenalter einen Vorrang der Eingliederungshilfe machen. Wir sind noch strittig bei der Frage, ob man nach dem 65. Lebensjahr einen Gleichrang oder einen Vorrang der Hilfe zur Pflege, aber mit gesichertem Anspruch auf Eingliederungshilfe bei Bedarf. Darüber streiten wir noch. Sie haben gerade gemerkt, wohin meine Richtung tendiert. Ich würde den Gleichrang gerne da gesichert haben. Dann haben wir die Frage des Wohnens.
Heute ist es so, wir haben einen Mehrkostenvorbehalt. Das heißt, wenn ich meine Wohnform äußere, dann prüft der Träger der Eingliederungshilfe, welche unterschiedlichen Wohnformen stehen zur Verfügung und welche Kosten stehen denn für die betroffene Person dahinter. Diesen Kostenvorbehalt werden wir nicht komplett wegbekommen. Aber die Hürden der Zumutbarkeit und Angemessenheit werden deutlich verschärft. Und da haben wir jetzt unsere allergrößte Koalitionsbaustelle. Ich will den Zustimmungsvorbehalt fürs Wohnen. Also nicht gegen den Willen des Betreuten ein Umzug oder eine Nichtgewährung der Wohnform, die man selber für die geeignete hält, auch wenn man einen hohen Unterstützungsbedarf hat. Das ist eine schöne Musik. Der Koalitionspartner will das auch ein bisschen hübscher machen, aber er will noch keinen Zustimmungsvorbehalt. Die Länder übrigens auch nicht. Also ist nicht so, dass die Länder immer sagen, locker flockig, immer mehr, sondern da streiten wir noch auch mit unseren Freunden in den 16 Bundesländern. Aber irgendwas kriegen wir da auch hin. Dann werden wir noch, bevor das Gesetz in Kraft tritt, denn der Großteil des Gesetzes tritt erst 2020 in Kraft, weil gerade auch die Träger sich ja auch umstellen müssen, um mit dem neuen Gesetz zu arbeiten, werden wir eine vorgelagerte Modellphase machen. Wir werden in jedem Bundesland mehrere Träger der Eingliederungshilfe bitten, unterschiedliche Aspekte des Gesetzes, also die wenden ja noch das alte an bis 2020, und parallel werden sie unterschiedliche Aspekte des neuen Rechtes daraufhin quasi virtuell überprüfen, welche Wirkung es mit dem neuen Gesetz hätte. Dazu werden sie finanziell unterstützt, um das zu machen. Und da wollen wir untersuchen die Frage nicht nur des Zuganges, sondern auch des Vertragsrechts. Also wie kommen die Träger der Behindertenhilfe, wenn wir die Fachleistung und die existenzsichernden Leistungen voneinander trennen? Wie kriegen wir es hin, dass die Kosten trotzdem gut und angemessen finanziert werden? Die Frage der Assistenz wird ein Thema sein, auch die Frage der Schnittstellen und anderes. Wir haben 5 Bereiche, die wir da reinnehmen. Und dann haben wir gesagt, naja, beim Einkommen und Vermögen machen wir jetzt für diejenigen was, die nicht Leistungen der Sozialhilfe, also Grundsicherung, bekommen, Hilfe zum Lebensunterhalt oder Erwerbsminderungsrente. Eigentlich wollen wir aber doch für alle was. Also sind wir mit dem Koalitionspartner geeinigt, dass wir die Vermögensfreigrenzen auch für die Personengruppe in Grundsicherung und Erwerbsminderung und Blindenhilfe und alle diese Bereiche von heute 2.600 Euro auch erhöhen. Das steht unter einem Finanzvorbehalt, klar, da müssen wir frisches Geld von Herrn Schäuble kriegen. Aber Herr Schäuble hat sich da bereits zugänglich gezeigt. Wir wissen heute noch nicht, wo wir landen, aber wir wollen gerne bei 5.000 landen. Das ist noch nicht der große Schritt, aber es ist ein deutlicher Schritt und der ist für alle. Er ist auch für diejenigen, die keine Beeinträchtigung haben, aber Leistungen der Grundsicherung im Alter, der Hilfe zum Lebensunterhalt oder anderer Leistungen nach dem SGB XII bekommen. Also auch da wollen wir mit dem Bundesteilhabegesetz für alle was machen. Dann sagen wir, das Arbeitsförderungsgeld für die Beschäftigten in Werkstätten für behinderte Menschen. Das ist heute 26 Euro. Im Gesetz, das setze ich aus 3 Komponenten zusammen, die Gelder in den Werkstätten. Heute steht schon im Gesetz, dass der Anrechnungsbetrag auf Grundsicherung verdoppelt wird, sodass man künftig da schon mehr im Portemonnaie hat. Aber das ist nur für die, die in den Werkstätten sind und Grundsicherung bekommen. Wir haben aber auch genauso viele, die kriegen Erwerbsminderungsrente. Sodass wir also die Verdoppelung des Arbeitsförderungsgeldes auch mit der Koalition verabredet haben. Das kostet 100 Millionen, das hört sich immer so schnell an, 26 Euro pro Person, kostet aber 100 Millionen, weil wir haben ja in den Werkstätten 280.000 Beschäftigte. Also auch dieses Geld müssen wir von Herrn Schäuble noch frisch und neu hineinverhandeln. Aber auch da hat sich Herr Schäuble schon positiv in unsere Richtung geäußert. Also Sie sehen, da ist noch Bewegung drin. Dann haben wir die Schwerbehindertenvertretungen. Die Schwerbehindertenvertretungen sind uns ein besonderes Anliegen, weil wir wissen, dass in Betrieben mit starken, mit gut funktionierenden Schwerbehindertenvertretungen gerade auch dieser Aspekt, der Umgang mit Menschen mit Behinderungen in den Unternehmen, in den allgemeinen Unternehmen, des allgemeinen Arbeitsmarktes, dass
immer da, wo die gut sind, gibt es auch eine gute kooperative Arbeit in den Unternehmen. Deshalb wollen wir sie weiter und mehr als das, was heute das Gesetz schon vorgibt, noch mal stärken. Und wir wollen den Bildungsaspekt uns auch noch mal genauer angucken. Die Teilhabe an Bildung ist im heutigen Gesetz gar nicht als eigenes Leistungsrecht definiert. Trotzdem wird sie aber natürlich gewährt. Im jetzigen Entwurf gibt es einen eigenen Abschnitt für die Teilhabe an Bildung. Das ist auch richtig und gut so. Wir haben aber noch ein paar Lücken entdeckt. Wir wollen ja eine durchgängige Unterstützung durch Eingliederungshilfe im Bildungsverlauf. Also werden wir hier an den ein oder anderen Stellen noch nacharbeiten müssen. Wir haben noch über 80 weitere Themen. Also Sie merken, wir machen uns das nicht leicht. Wir nehmen uns auch gerade viel Zeit, um in diversen Stunden und Nächten miteinander hier noch weiterzukommen. Und von daher wird es noch zu vielen, vielen anderen Themen weiteres geben. Darüber werden wir gleich miteinander diskutieren können. Ich will nur zum Abschluss auch noch sagen, diese Reform soll nicht die Reform für die nächsten 20 Jahre sein. Denn wir haben ja auf diese Reform 15 Jahre gewartet. Diese Reform ist der Beginn. Und überall in Deutschland, und Sie können sich vorstellen, ich bin auf vielen, vielen Veranstaltungen, überall merken wir auch, das ist erst der Beginn. Wir sind noch ganz am Anfang. Die Reform der Eingliederungshilfe braucht noch mehr. Die Reform des inklusiven Arbeitsmarktes braucht noch mehr. Und deshalb wird genau die Frage, wie schaffen wir es in der Umsetzung der UN-Behindertenrechtskonvention auf Bundesebene, aber auch für die Länder, schlussendlich auch für die Kommunen, wie kommen wir da weiter? Also, da sagen wir, nach der Reform ist vor der Reform. Wir werden in den nächsten Jahren weitere Schritte miteinander gehen. Dieses Gesetz hat einen schnelleren Evaluationsauftrag, als wir das typischerweise in Gesetzen machen. Typischerweise macht man ein Gesetz und nach 5 Jahren wird sich nochmal angeguckt, wirkt das alles vernünftig oder müssen wir nachsteuern? Dieses Gesetz, weil es ja eine große Reform ist, hat einen Evaluationsabstand von 2 Jahren. Sodass man also sehr schnell auch reagieren kann, wenn man merkt, dass bestimmte Leistungstatbestände, anders als der Gesetzgeber sich gewünscht hat, was er bewirken soll, vielleicht anders wirkt. Das ist in Deutschland übrigens 16 Mal unterschiedlich, weil wir auch hier ja wieder interessant unterschiedliche Landeskompetenzen haben. Und dass wir an der Stelle eben schneller als bei jedem anderen Gesetz auch nachsteuern können und wollen. Ich glaube auch, dass man das muss, weil wir wissen, dass die Reform der Eingliederungshilfe eine Sache ist, die nicht nur komplex und in fast alle Sozialgesetzbücher hineinrangt, sondern weil sie etwas betrifft, was uns mit Sorge umtreiben muss. Denn wir reden von der Personengruppe, die es eben auch mit Unterstützung, aber eben Kampf erprobt in den letzten Jahren erlebt hat, wie mühselig es manchmal sein kann, seine wirklich verbrieften Rechte auch wirklich einzufordern. Und weil das so ist und weil wir wissen, dass ganz viele, auch heute schon, viele, viele ihrer Leistungen nur durch einen stetigen, intensiven, langwierigen Kampf bekommen haben, wollen wir auch, dass sich das perspektivisch ändert. Gerade deshalb müssen wir dieses Gesetz häufiger und schneller daraufhin überprüfen, ob es vor Ort auch gut angewendet wird. Wir wissen auch, dass wir viele damit überfordern. Wir überfordern nicht nur auch Träger der Eingliederungshilfe, die sehr schnell, nämlich schon nach 3 Jahren in der Umsetzung sind und eine neue Denke bei sich etablieren müssen. Deshalb werden wir breit fortbilden müssen, auch über den Deutschen Verein, mit dem das geregelt ist, aber auch die Träger der Behindertenhilfe, die sozusagen bisher ja sehr institutionell gefördert eben auf ihre Leistungen kamen. Und jetzt haben wir einen personenzentrierten Ansatz, also eine andere Sichtweise, ein anderer Umgang. Und den gut zu begleiten und auch gut zu meistern, ist auch für Träger der Behindertenhilfe keine Kleinigkeit. Und die Trennung von fach- und existenzsichernden Leistungen ist ein erster großer Kraftakt. Den muss man in den nächsten Jahren einmal gemacht haben. Das ist keine Kleinigkeit. Und gerade weil wir das wissen, glauben wir, dass wir gut beraten sind, wenn wir eng im Austausch beieinander sind, schnell erfahren, an welchen Stellen haben wir
etwas anderes gemeint, als die Praxis es dann hergibt. Und deshalb möchte ich Sie nicht nur bitten, jetzt in dieser Phase uns fürs parlamentarische Verfahren Ihre Anregungen gerne mit auf den Weg zu geben, sondern ich will Sie auch bitten, danach achten Sie darauf. Achten Sie auf die Umsetzung dieses Gesetzes, weil wir brauchen Ihre Anregungen. Wir kriegen auch ein bisschen was mit. Die Verbände erzählen uns auch ein bisschen was, auch ein bisschen mehr. Aber die Betroffenen selber sind auch diejenigen, auf deren Hinweise und Unterstützung wir angewiesen sind. Deswegen nutzen Sie Ihre Abgeordnete oder andere, um wirklich da in der Begleitung dabei zu bleiben. Auf Sie sind wir angewiesen. In diesem Sinne freue ich mich auf eine schöne Diskussion. Herzlichen Dank, dass Sie mir so lange zugehört haben. Ich fange auch mit dem, also ich will, kann nicht zu allen was sagen, aber ich will zu ganz vielen was sagen. Ich fange auch mit dem letzten an, diese Geschichte mit dem Moratorium, das ist schon jetzt nicht mehr im Gesetz, war mal letztes Jahr im Dezember kurzzeitig Thema, ist aber schon seit mehreren Monaten nicht mehr Teil des Gesetzes. Mit dem unteren Drittel ist anders. Wir haben in das Gesetz hineingeschrieben und da sind wir richtig stolz drauf, insbesondere die SPD, dass tariflich gezahlte Löhne immer wirtschaftlich sind. Das steht in diesem Gesetz. Das ist sozusagen das A und O bei der Frage, wie vergleicht derjenige, der Leistungen bezahlt, die Leistungsanbieter miteinander, wenn er eine Leistung einkaufen will. Also es geht nicht um die Frage der tariflichen Löhne, sondern es geht um die Kosten, die, wenn ich die tariflichen Löhne rausrechne, dann habe ich sozusagen unterschiedliche Kosten, weil unterschiedliche Leistungsangebote da sind. Und um diese geht es. Und da haben wir eine bundeseinheitliche in allen Gesetzen drin, also nicht in unserem BTHG, sondern grundsätzlich allen Gesetzen, dass sozusagen bei der Frage immer die Qualität höher bewertet ist als die Frage der Kosten. Also es wird darauf ankommen in Zukunft, dass man, wenn man eine Leistung als Kostenträger auch haben will, dass man sie so gut beschreibt, dass bei dem Angebot der Träger dann die Qualität auch das A und O ist, wo es um die Ausschreibung geht. Aber es geht nie um die Frage der Löhne, weil die Löhne müssen immer rausgerechnet werden, weil die gelten künftig, nicht heute, künftig gelten Tariflöhne und die Löhne der Kirchens, die haben ja nochmal diesen dritten Weg oder was das da ist, dass sozusagen diese Geschichten immer teils tariflich und als wirtschaftlich zu gelten haben. Das ist ein Riesenfortschritt für die Träger und da haben wir sozusagen, gehen wir da sehr eng aneinander. Dann war die Frage, wie ist das mit dem Bundesteilhabegeld? Dieses Bundesteilhabegeld ist eine ganz interessante Nummer, weil wir haben zwei unterschiedliche Konzepte und beide heißen Bundesteilhabegeld. Sie reden von einem Geld, was ein Mensch bekommt, unabhängig von der Frage, was er für einen Leistungsbedarf hat, quasi als Grundsicherung. Nicht als Grundsicherung aus dem SGB, sondern als Geld zur freien Verfügung, unabhängig von den Leistungen, die man bekommt. Um dieses Bundesteilhabegeld ist es aber in unseren Diskussionen zu keinem Zeitpunkt gegangen. Ich kann für mich sagen, wenn Sie mich privat fragen, ich finde das eine gute Idee. Das war aber nicht das Bundesteilhabegeld, das im Koalitionsvertrag steht. Im Koalitionsvertrag steht, wir prüfen einen Bundesteilhabegeld. Das war immer ein anderes Konzept. Das war nämlich der Wunsch der Länder zu sagen, wir wollen ja entlastet werden über die Eingliederungshilfe, also brauchen wir auf dem Überweisungsträger unter Verwendungsnachweis quasi ein Vermerk. Die wollten, dass jeder 660 Euro Teilhabegeld bekommt, wo er aber alles mit bezahlen muss an Leistungen bis auf einen Eigenbehalt von 126 Euro. Das ist eine Nullnummer. So, dieses Bundesteilhabegeld und nur um das ging es im Koalitionsvertrag, nicht um das andere Teilhabegeld, ist deshalb raus, weil man sich mit den Ländern, also der Finanzminister, mit den Ländern darauf geeinigt hat, dass die Entlastung der Kommunen nicht über die Eingliederungshilfe läuft, sondern über Kosten der Unterkunft und Umsatzsteuerpunkte. Warum? Wir hätten das gerne über die Eingliederungshilfe gemacht, aber bei uns in Deutschland ist es so, wenn ich die Kommunen entlasten will, dann geht das nicht über die Eingliederungshilfe, weil die Eingliederungshilfe wird nicht in Deutschland allüberall über die Kommunen bezahlt. Wir haben Bundesländer, da machen das nur die Kommunen, wir haben Bundesländer, da macht das nur das Land und wir haben Bundesländer, da gibt es eine Mischfinanzierung von Kommune und Land. Oder noch so Zwischennummern wie in NRW mit den Landschaftsverbänden und so.
Das heißt, wenn ich die Kommunen entlasten will, und ich mache das über die Eingliederungshilfe, entlaste ich manchmal die Kommunen, häufiger aber die Länder. Die wollten wir aber nicht entlasten. Also hat man sich für einen anderen Entlastungsweg, der direkt bei den Kommunen ankommt, entschieden. Deswegen war das Teilhabegeld, weil das war ja quasi das Mittel dazu, dieses Teilhabegeld weg. Obwohl ich nach wie vor hochinteressant finde, über das andere Konzept des Teilhabegelds weiter in der Zukunft auch zu reden, weil ich halte das für eine ganz interessante Geschichte. Dann ist die Frage Internat häusliche Ersparnis. Das haben wir schon nachgefragt. Das ist nach wie vor so, dass nur die häusliche Ersparnis anzurechnen ist. Dann ist die Frage der Frühförderung. Die Frühförderung haben wir mit den Ländern in allergrößter Krise beraten, so will ich es mal sagen. Die Bundesländer haben sich an unterschiedlichen Stellen ausbedungen, keine bundesgesetzliche Regelung. Und es hat 20 Punkte gegeben, wo die Länder gesagt haben, da möchten wir eine eigene Regelung, 20 Punkte. Nun hat man in endlosen Beratungen die auf 3 Punkte runtergehandelt. Das eine ist tatsächlich die Frühförderung, das andere ist das Budget für Arbeit und das dritte ist die Frage der zusätzlichen Ausgestaltung bei der Beratung. Die wollten aber fast überall einen Ländervorbehalt haben, sodass wir bei der Frühförderung, jetzt bei den anderen Anbietern, die gibt es nur in Hamburg aktuell, und von daher gehen wir auch nicht davon aus, dass alle ihre Konzepte verändern und es sozusagen wie Hamburg machen. Hamburg ist aber ein Stadtstaat und hat deshalb andere Strukturen. Von daher haben wir aber für den Fall, dass ein anderes Bundesland auf die Idee kommt, die identischen Qualifikations- und Qualitätskriterien auch für alle anderen ins Gesetz geschrieben. Und wir haben, und das kommt aber jetzt noch neu dazu, auch bei der Frühförderung war der Zugang merkwürdig geregelt. Der hätte sozusagen die identischen Lebensbereiche auch umfasst, das ist aber auch raus, sodass wir beim Zugang sozusagen alle Kinder auch dabei haben, die da den Bedarf haben. Zu den Ländern will ich nochmal Folgendes sagen. Die Länder, unsere 16 Bundesländer, sind, was das Bundesteilhabegesetz angeht, keine natürlichen Bündnispartner, das mal vorsichtig zu sagen. Die Länder haben natürlich sehr eigene Interessen. Natürlich sagen die, und da steht auch, wenn man sich die 96 Punkte anguckt, dann denkt man manchmal, ja hoppala, ja geil. Aber die Länder sagen, alles, was wir wollen, wollen wir nicht bezahlen. Aber wir wollen es. Das ist unser Grundkonflikt. Denn wir haben nicht die Situation, dass die Eingliederungshilfe vom Bund bezahlt wird, sondern sie wird von den Kommunen oder den Ländern oder gemeinschaftlich finanziert. Deshalb ist es immer einfach, wenn die Länder sagen, wir wollen hier mehr, da mehr, da mehr und dann wollen wir, dass jeder Cent Bundesmittel ist. So funktioniert das aber nicht, dann muss man auch bereit sein, die Eingliederungshilfe auf den Bund zu übertragen. Da wäre ich ja sofort dabei. Dann hätten wir nämlich endlich Einheit in allen Bereichen. Das wollen die Länder aber wiederum nicht. Und deshalb sage ich immer Vorsicht an der Bahnsteigkante, wenn die Länder der Meinung sind, sie wollen doch viel mehr, als der Bundesgesetzgeber da jetzt reingeschrieben hat. Das ist nämlich immer eine Geschichte, wo man nochmal hinter das Komma gucken muss, wenn es um die Bezahlung geht. Von den 96 Punkten übernehmen wir, glaube ich, 30. Wir übernehmen nicht Also die Geschichte mit den Schiedsstellengeschichten übernehmen wir natürlich nicht. Auch den Zugang übernehmen wir nicht. Solche Geschichten machen wir alles nicht. Allerdings ist es in der Tat so, dass die Länder aber schon auch Forderungen haben, die sie zur harten Bedingung machen. Harte Bedingung heißt, wollt ihr die Zustimmung im Bundesrat, dann dürfen bestimmte Dinge im Gesetz nicht drinstehen. Und da bin ich hier im genau richtigen Bundesland. Nämlich Tagesförderstätten. Dass die Tagesförderstätten sozusagen nicht ins Wunsch- und Wahlrecht fallen, sondern der Zugang mit dieser blöden wirtschaftlichen Maß, ein wirtschaftlichen verwertbarer, da drin bleibt, ist eine Lex Bayern. Und Bayern hat sozusagen nochmal sich Unterstützung gesucht, weil es doof aussah, wenn das nur Bayern ist, und hat gefunden als Partner die Rentenversicherung. Ja, Bayern und die Rentenversicherung. Ja, also die in trauter Gemeinsamkeit wollen das nicht, weil Bayern hat gute Tagesförderstätten. Also das ist jetzt nicht so, dass man sagen kann, das ist ja. Trotzdem hätten wir uns gewünscht,
dass wir bei den Tagesförderstätten sozusagen eine Öffnung gehabt hätten, dass wir da eine stärkere Flexibilisierung haben. Was wir jetzt haben, ist, dass man gemeinschaftlich mit den Werkstätten mehr auch im Bildungsbereich zusammen machen soll. Das steht jetzt im Gesetz, aber es ist nicht das, was wir wollen. Für die Zukunft glaube ich, dass die Frage, wie gehen wir mit den Beschäftigten in Werkstätten und Tagesförderstätten um, das wird eines der zentralen Themen der nächsten Jahre werden. Ich möchte natürlich, dass wir die Personen aus den Werkstätten aus der Grundsicherung rauskriegen. Dann haben wir diesen Mist nicht mehr mit diesen, man darf nicht so viel ansparen. Das heißt aber, wenn ich das machen will, da muss ich mir überlegen, was mache ich mit dem rentenrechtlichen Vorteil? Weil wenn ich den allen Mindestlohn zahle, kann ich nicht einen rentenrechtlichen Vorteil machen. Also das muss man sich mal genauer durchdenken. Und wenn wir das schaffen, dass wir bei den Werkstätten wegkommen von der Grundsicherung und hinkommen zu einem Mindestlohn, dann wäre das sozusagen der Ersatz zur Grundsicherung, dann wäre das ein echter Schritt. Aber ich diskutiere sehr viel mit Werkstätten, da sind wir, ist nicht so, dass alle sagen, yippie, ja, sondern der rentenrechtliche Vorteil wird auch gerade auch von vielen Angehörigen sehr, sehr verteidigt. Also man muss das gut durchdenken und auch argumentieren, mal ausrechnen, mal vielleicht auch probieren. So. Also das wird, glaube ich, eines der großen Themen der nächsten Jahre. Wie gehen wir inklusive Arbeitsmarkt und auch an der Frage mit den Ländern um? Da haben wir noch einiges zu machen. Dann war die Frage, warum sind die Leistungsanbieter nicht automatisch in jeder Konferenz dabei? Ja, das will ich Ihnen sagen, weil wir machen Personenzentrierung. Und wir machen nicht, die Leistungsträger reden über die betroffene Person. Nun wollen wir aber nicht, dass die Leistungserbringer da automatisch niemals sind, sondern wir haben ins Gesetz geschrieben, wenn die betroffene Person das will, wir haben ja eine Personenzentrierung, wenn sie das will, selbstverständlich sind die dann dabei. Aber das nehmen wir ernst. Wir sagen nicht Personenzentrierung, aber dann kommen die, die sozusagen deine Leistung machen und die erzählen dann mal, was du alles brauchst und was aber eigentlich sie brauchen. Also da nehmen wir Personenzentrierung sehr, sehr ernst. Deshalb sind wir da auch stur und wir wissen, dass die Werkstätten alle wollen, dass sie bei jeder Sitzung dabei sind. Wir sagen, wenn die Person das will, dann ja, aber nicht, auch wenn die Person sagt, nee, ich will das nicht, dann zu sagen, egal. Also von daher sind wir da, bitten wir da, dass, also dieses Argument auch nachzuvollziehen, das meinen wir richtig ernst mit der Personenzentrierung. Beim Budget für Arbeit unterhalb des Mindestlohns, das rechne ich jetzt gerne nochmal nach. Vielleicht haben Sie was Sie mir mitgeben, weil das geht gar nicht, also gesetzlich schon mal gar nicht. Hätten wir schon mal einen ersten Gesetzesbruch. Von daher sind wir da auch nicht von ausgegangen. Beim Budget für Arbeit haben wir uns nicht an Hamburg orientiert, sondern wir haben uns stärker orientiert an Rheinland-Pfalz. Das sind ganz unterschiedliche, sind völlig unterschiedliche Modelle, weil Hamburg als Stadtstaat überhaupt nicht vergleichbar ist mit den Situationen, wie wir sie in den allermeisten Ländern vorfinden. Deswegen haben wir das nicht gemacht. Dann hatte Frau Krivitsch die Frage des Barbetrages angesprochen. Der Barbetrag muss fallen, weil wir ja gar nicht mehr die alte Fördersystematik haben. Das heißt aber nicht, dass es kein Taschengeld gibt, sondern über den Regelbedarf, der ja ganz normal dann gezahlt wird, ist das nach wie vor, es ist sogar mehr als der heutige Barbetrag, der über den Regelsatz als Taschengeld verbleibt. Von daher ist das also nicht weg. Es heißt, also es ist jetzt, Reider heißt jetzt Twix, also das Taschengeld heißt jetzt nicht mehr Barbetrag, sondern ist jetzt sozusagen dieser Regelbedarf. Dann die Frage Zugang. Das will ich nochmal sagen, weil das ja immer nochmal eine Rolle gespielt hat. Diese Frage 5 von 9, die sind nicht vom Himmel gefallen. Die hat sich auch nicht die Ministerin morgens beim Duschen überlegt oder so, sondern es hat über ein Jahr eine Untersuchung gegeben der BAGÜS. Die BAGÜS, das ist die Bundesarbeitsgemeinschaft der überörtlichen Sozialhilfeträger. Also da sind die Träger der Eingliederungshilfe bundesweit sozusagen vernetzt. Die haben ein Jahr lang virtuell Aktenstudien betrieben von Fällen der Eingliederungshilfe. Einfachen, schwereren, mittleren und so. Und die sind in diesem zu dem Ergebnis gekommen, bei 5 haben wir die alle drin. Nur um das mal zu sagen, wie das entstanden ist, also nicht so, dass das irgendwie so willkürlich jemand überlegt hat, sondern es ist das Ergebnis einer Untersuchung gewesen. Gleichwohl sind wir auch nicht davon überzeugt, dass das Ergebnis uns schon hinreichend überzeugt.
Deswegen ist es ja jetzt so, dass wir sagen, das geht so nicht in die Schaffstellung. Achso, das ist dieser Zugang. Also wir haben nach dem neuen Gesetz, reden wir nicht mehr über die Frage Defizit der Behinderung, sondern wir reden über Teilhabebereiche als Lebenslagen. Das ist das, was die WHO, also die Weltgesundheitsorganisation, vorgibt, diese sogenannten internationalen Klassifizierungen. Das sind 9 Lebensbereiche. Und die sind künftig relevant für die Frage, kriege ich Leistungen in der Eingliederungshilfe? Und dann ging es um die Frage, in wie viel der Lebensbereiche brauche ich denn eine Beeinträchtigung, um Zugang in die Eingliederungshilfe zu haben? Und heute steht im Gesetzentwurf, von den 9 Lebensbereichen, die es gibt, müssen 5 eine Beeinträchtigung, nicht dauerhaft, aber immer mal wieder da sein. Sodass das immer dieser Bereich ist, der sehr stark kritisiert wird, fallen damit Leistungsbezieher, die heute im System sind, vielleicht künftig raus, weil ihre Art der Behinderung nicht schwerwiegend genug sein könnte. Und darum, das ist eines der ganz großen Themen, über die wir jetzt gerade uns noch mal Gedanken machen. Kurze Frage dazu, dann lasse ich es zu. Ja, kurze Frage, ja, und zwar, das ist, weil der Herr hier vorne meinte, die Behinderungen, dass die dann rausfallen aus dem 5 von 9 und auch gerade die Menschen mit psychischer Behinderung oder psychischer Erkrankung. Macht sie gleich noch mal deutlich. Genau. Genau. Und Stichwort Altersarmut, weil ich vorhin beim Rentenbein. Gesprochen hatten. Und zwar ist es so, wir haben ja noch nicht mal die Möglichkeit, selber eine Lebensversicherung oder eine Lebensversicherung abzuschließen, weil ich habe eine bestimmte, also ich muss praktisch mein Eigenkapital einbringen, unverschuldet krank geworden und habe dann aber keine Möglichkeit, die Altersvorsorge. Genau. Also bei der Frage, das ist auch die Frage 5 von 9, die Frage der psychischen Erkrankungen, sind die sozusagen hinreichend für die Beeinträchtigung in 5 Bereichen? Also das wissen wir nicht, ob das so ist, die Befürchtung ist da und die Befürchtung nehmen wir sehr, sehr ernst. Deswegen in der Untersuchung der BAGÜS sind auch solche Fälle, die heute Leistungen der Eingliederungshilfe haben, auch untersucht worden. Die waren der Meinung, die sind in den 5 mit abgebildet. So, ich will das nur sagen. Wir gehen ja aber davon aus, dass das noch nicht hinreichend ist, um uns zu überzeugen. Deshalb machen wir sie so jetzt nicht. Ich will nur, damit man mal versteht, wie kommt man zu diesen Geschichten, ja, weil das, und das ist auch nicht nur die BAGÜS, sondern da haben diverse Träger auch mit am Tisch gesessen, als man darüber gesprochen hat, welche Auswirkungen hat denn das Ergebnis der BAGÜS-Untersuchung. Also das ist sozusagen ein Thema auch mit den Trägern schon in gemeinsamen Runden, die zu Anfang damit keine Probleme hatten, erst später die Probleme dazu kamen. Aber es ist trotzdem wichtig, dass wir das so ernst nehmen, dass wir da jetzt was anderes für das Gesetz machen können. Und bei der Frage, wie ist das künftig mit den Rentengeschichten? Ja, ich glaube, dass wir in der Tat, ich hoffe, dass wir die Chance kriegen, in den nächsten Jahren über genau diese Fragen, warum machen wir es in Deutschland so, dass man aufgrund einer Beeinträchtigung genau dieselbe Hilfe zum Lebensunterhalt Unterstützung bekommt, als wäre ich ohne Beeinträchtigung aber bedürftig. Ich finde, das ist nicht gleich. Und deswegen sollen wir es auch nicht gleich unterstützen. Deswegen ist meine große Hoffnung, dass wir es schaffen, die Chance zu kriegen, in den nächsten Jahren darüber zu diskutieren, wie wir den normalen Hilfe zum Lebensunterhalt für Menschen in der Eingliederungshilfe außerhalb der Grundsicherung, also außerhalb der heutigen Möglichkeiten der Grundsicherung machen, damit wir aufhören, weil niemand ist eigenverschuldet in die Situation gekommen. Nur wenige schaffen es aus eigener Kraft, diesen Zustand zu verändern. Andere, die aber nicht beeinträchtigt, aber Hilfe zum Lebensunterhalt, Grundsicherung kriegen, haben noch eher die Chance, diesen Zustand aus eigener Kraft zu verändern und haben deshalb eine nach Bedürftigkeit gestaffelte Unterstützung. Deswegen finde ich, dass es Auftrag ist für künftiges politisches Handeln, sich das vom Grundsatz her anders anzugucken. Das haben wir aber mit dem Koalitionspartner aktuell so nicht verabredet. Also das würde auch der Koalitionspartner aktuell so mit uns nicht diskutieren.
Deswegen können wir das jetzt nicht machen. Aber ich glaube oder ich möchte gerne und ich hoffe und ich glaube auch, dass mich viele von Ihnen dabei unterstützen würden, dass wir in der Zukunft eine andere Aufstellung brauchen. Wir müssen es schaffen, dass wir das nicht so behandeln, als wäre es ein bedürftiger Mensch, ähnlich wie ohne eine Beeinträchtigung, weil das nicht in Ordnung ist. Und das ist, glaube ich, das sind die Diskussionen, die wir in den nächsten Jahren dazu brauchen. Ich würde mich sehr, sehr freuen, wenn sich viele daran beteiligen, so etwas wirklich massiv zu diskutieren. Weil nur dann kriegen wir Inklusion anders gelebt, wenn wir sagen, du hast Nachteilsausgleiche. Aber die Nachteilsausgleiche führen nicht in die Armut, sie führen auch nicht in die Bedürftigkeit, sondern sie führen zu einem selbstbestimmten Leben. Und da gehört dieser Aspekt ganz, ganz besonders mit rein. Und das kriegen wir aber nicht über dieses Gesetz, weil wir im Moment keine Mehrheit dafür haben. Aber ich möchte, dass das die Themen der nächsten Jahre werden und ich glaube, dass ich da sehr auch in Ihrem Interesse spreche. Nichtsdestotrotz gehen wir an die Grundsicherung. Ich war übrigens sehr überrascht, dass der Koalitionspartner gesagt hat, ja, das können wir machen. Also so einfach hat er es nicht gesagt, aber schlussendlich hat er das gesagt. Das hat mich sehr gefreut, weil wir das nämlich für 2 Millionen Menschen in Deutschland machen, die eben Grundsicherungsleistungen oder eben andere Hilfen nach dem SGB XII kriegen. Ich finde, das ist toll, dass der Koalitionspartner da jetzt mitmacht. Kostet natürlich mehrere Millionen, aber ich glaube, dass es gut ist, dass wir das machen. Und noch einen Schlusssatz wollte ich sagen. Es ist der Bund gibt 700 Millionen jedes Jahr in dieses Gesetz. Kein Cent davon fließt sozusagen an die Kommunen, ohne dass sie es für was anderes einsetzen können. Sondern wir haben peinlich darauf geachtet, dass der Bund die Sachen bezahlt, wo er auch direkt zahlt. Also es gibt nichts, was der Bund zahlt, statt der Kommune oder des Landes, sodass wir sicherstellen können, dass die Leistungen auch immer direkt gezahlt werden. Hauptsächlich sind das die Leistungen der Grundsicherung. Weil der Bund zahlt heute schon Leistungen der Grundsicherung komplett, aber für die Menschen in Eingliederungshilfe ist es heute so, dass für diese Person, dass die Träger der Eingliederungshilfe mitzahlen. Das trennen wir ja künftig und allein das sind schon 400 Millionen, die sieht keine Kommune und auch kein Land, sondern das machen wir direkt bei der Beratung. Das Geld kriegt keine Kommune, kein Land, zahlt der Bund direkt an diejenigen, die die Beratung machen und so. Weil wir eben auch wissen, gerade die Länder haben manchmal sehr klebrige Finger. Also wenn wir über die Länder Geld in die Kommunen geben wollen, erleben wir es ja sehr häufig, dass das dann immer nur ein Teil ist, was weitergeht. Deswegen wollen wir an der Stelle eher Klarheit denn Unklarheit. Damit will ich es auch belassen. Ich glaube, das Allermeiste habe ich angesprochen. Sie sehen, wir sind wirklich sehr bemüht, uns an vielen Stellen auch nochmal tiefer einzubringen. Ich wünsche Ihnen und uns, dass wir uns in den nächsten Monaten wo auch immer wiedersehen und wir gemeinsam sagen, da haben wir jetzt einen ersten Schritt hingekriegt, jetzt muss es weitergehen. Wir haben ja noch, wollen ja nicht ohne Hausaufgaben auch in nächste Runden von Koalitionen und Regierungen eintreten. Und wenn wir noch ein bisschen Hausaufgabe haben, da sehe ich für die Inklusion in Deutschland noch eine ganze Menge Handlungsbedarf. In diesem Sinne herzlichen Dank und jetzt muss ich nach Hannover. Dankeschön.